Hallihallo. Ja, da bin ich endlich mit dem Action-Rollen. Mittlerweile ist dann doch schon Mittwoch geworden. Und jetzt komme ich erst dazu, das Video zu drehen. Aber macht ja nichts, es kommt. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar mit dem Papier. Das schiebe ich mal auf die Seite. Und zwar habe ich einmal diesen Block. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht bekommen. Also das sind auf jeden Fall die aktuellen. Und wir schauen mal ganz schnell rein. Das ist auf jeden Fall. Ja, sehr hübsch und ich glaube wieder so ein bisschen die blümchenmäßig. Ich weiß gar nicht, ist es besser so? Eigentlich ist es egal, ne? Oh, ich liebe diesen Geruch von dem Papier, ne? Das ist so geil. So, das wiederholt sich ja meistens dann. Oder eigentlich immer, ne? Das ist ja bei den Blöcken immer doppelt. Nee, zweimal, glaube ich. Genau, da haben wir also einmal den. Dann nochmal ein Blümchenblock. Das ist der Botanik. Den hatte ich auf jeden Fall. Ups, den hatte ich schon mal, aber gucken wir mal. So. Im Hintergrund ist es ein bisschen rauschig, weil ich habe Fenster auf hier im Wohnzimmer. Ich habe nämlich gerade hier rumgewuselt im Haushalt und wie immer, ja, habe ja ein Schwitzproblem. Ich schwitze wirklich wie ein Tier. Und selbst wenn ich nicht rumwusel und manchmal gar nichts mache, schwitze ich einfach. Das ist so, so belastend und nervig und nichts hilft. Also hier solche Deos oder so, das ist alles von Arsch. Habe ich auf jeden Fall von dem Citalopram, was ich nehme, weil ich habe früher nie, wirklich nie geschwitzt, noch nicht mal beim Sport irgendwie. Ja, und dann tatsächlich noch ein Blümchenblock. Den habe ich neu entdeckt und also den hatte ich auch noch nicht. Das ist jetzt auch noch mal ein Botanik, aber schwarz-weiß. Na, wird es denn was? Nö, wird nichts. So. Oh Mann, also das ist so, es ist so besser. Ja gut, also ganz schwarz-weiß ist er nicht, wie man sieht, ne? Also ich sehe da schon Farben, aber das ist dennoch alles schon schlichter und ja, sehr naturbelassen. Also ich finde diese Farben hier sehr schön und das passt auch, ne? Grün, Natur, ja. Ja, wiederholt sich. So, das wäre dieser. Und dann habe ich noch mal den, was heißt noch mal, den hatte ich auch noch nicht. Und der sieht dann so aus. Also das sind wie gesagt die aktuellen 30x30 Blöcke, die normalen. Das sind ja jetzt nicht die folierten und auch nicht die Weihnachtsblöcke. Sieht interessant aus. Also vieles, was man hier von diesen Papieren sieht, finde ich immer teilweise echt zu schade, um überhaupt zu verbasteln. Ne? Da sind schon schöne Sachen bei. So, das waren die 30x30 Blöcke. Ja, dann habe ich noch mal hier von den Weihnachtsblöcken, von den 30x15 was mitgenommen, aber nur drei verschiedene. Da war auch jetzt Ebbe. Genau, da habe ich noch mal diesen gekauft. Ihr kennt die schon, hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Da haben wir immer dreimal das gleiche Blatt und ein foliertes, ne? Eins, zwei, dreimal das mit dem Auto und dann das Ganze noch mal als folierte Version. So, das wäre dieser. Dann haben wir den. Auch hier 1, 2, 3 und foliert. Der hat auf jeden Fall ganz süße Motive. Guck mal, das ist schon sehr kawaii, ganz knuddelig.
So, und dann haben wir zu guter Letzt habe ich den, also den, ne? Der ist auf jeden Fall auch ein bisschen schlichter, aber schön hier mit dem Gold. Heute ist total der Grau in Grau Tag und total verregnet. Wie gesagt, heute ist Mittwoch, glaube ich. Der 20. Ich glaube Mittwoch, ne? Wieso steht das hier nicht? Da steht nur das Datum. Mann, ist ja doof. Ja, ich glaube, es ist Mittwoch. Das Video geht heute auf jeden Fall auch dann direkt online. Das sollte eigentlich ja gestern schon sein. So, das waren diese. Und ich habe noch mal je eins von diesen DIY-Card-Making-Blöcken mitgenommen. Wit, die kennt ihr schon, die hatte ich ja nun auch schon. Genau, da kann man super schöne Karten zaubern. Entweder so wie, ja, wie hinten im Grunde gezeigt, aber letztendlich kann man da auch variieren und ja, ganz eigene Karten auch draus zaubern. So, da haben wir einmal den. Dann diesen kann ich euch hinten mal eben zeigen. Ja, von innen habe ich die bereits gezeigt. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Davon gibt es sechs verschiedene und ich habe, wie gesagt, jetzt je einmal noch mal mitgenommen. Der ist auf jeden Fall obersüß. Und dann haben wir den. Auch total niedlich. Und dieser. So, das waren diese. Und man sollte es nicht meinen, habe ich tatsächlich die Papercraft Sets bekommen. Und das sollten tatsächlich die neuen sein, aber vielleicht habe ich da jetzt auch schon wieder alte gekauft. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Also meiner Meinung nach sind das die neuen. Genau, da haben wir einmal diesen. Der ist hier oben rosa. Und drin haben wir, ja, kann man im Grunde jetzt sowieso nicht wirklich sehen, ne? Also das kann ich euch von hinten zeigen. Das ist wahrscheinlich effektiver. Deswegen gehen wir mal ein bisschen näher ran. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was erkennen. Und zwar haben wir vier Blatt mit Die-Cuts. Die sind auch sehr süß. Dann haben wir hier sechsmal doppelseitiges A4-Papier. Wir haben ja, Text foliert. Wir haben zweimal Sticker-Sheets. Und wir haben hier fünfmal A5-Papier. Und zu guter Letzt haben wir hier ja, ein bisschen Streudeko, goldene Schneeflocken. Das seht ihr hier ja. Na, das ist eher so Bronze. Genau, das wäre jetzt das mit dem Rosa oben. Dann haben wir hier oben Schwarz, na, so braun-schwarz. Wie gesagt, ob es jetzt wirklich die neuen sind, die liegen aber aktuell jetzt da. Und also, ob jetzt neu, alt, man weiß es manchmal schon gar nicht mehr. Ne? Also, ich möchte auch nichts Falsches sagen. So, hier haben wir wieder viermal Die-Cuts. Also im Grunde immer das Gleiche. Wir haben hier Tags. Wir haben sechsmal doppelseitiges A4-Papier. Hier haben wir allerdings ja zweimal Washi-Stickers drin. Und hier die kleinen Schleifchen und fünfmal A5-Papier, auch doppelseitig. Und dann wird noch das.
Das ist oben so, naja, so, ihr seht ja, es ist farblich, ne? Rosa, schwarz und hier so ein bisschen beige, grün, keine Ahnung, was auch immer. Und ich weiß nicht, mich, mir, also das mit den Schleifchen, ich habe das Gefühl, das sind vielleicht doch vom letzten Jahr, ich weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall, trotzdem sind die ja schön. Wir haben hier wieder Die-Cuts. Sechsmal doppelseitiges Papier, Tags. Hier haben wir auch wieder Washi-Sticker. Wir haben hier fünfmal doppelseitiges Papier und hier haben wir rosa Schleifchen drin. Und das sind die drei, die ich bekommen habe. Die habe ich je zweimal mitgenommen. Da gibt es bestimmt noch ein viertes. Und da ist was runtergefallen. Ja, von denen habe ich auf jeden Fall jetzt je zwei Stück gekauft. Ja, dann sind wir durch mit dem Papier. Dann geht es weiter. Ich habe noch mal davon was mitgenommen. Je einmal. Da gibt es ja drei verschiedene. Das sind die verschiedenen Farben. Genau, da habe ich jetzt noch mal was mitgenommen. Dann habe ich genau das. Ja, ich muss aber so ein bisschen wühlen hier in der Kiste. Quatsch, in der Kiste, in meiner Tasche. Und oh, das riecht so gut in der Action-Tasche, denn ich habe wieder meine Duftkerze und die ganze Tasche, das riecht total geil. Also diese Duftkerzen von Airwick, ich kaufe mir ja gerne die Fresh-Karten, oh mein Gott, das ist echt geil. So, ich habe dann nochmal diese Metallic Twin Marker mitgenommen, je einmal. Das sind die verschiedenen Farben. So. Und zu guter Letzt das. Das sind fünf Stück. Also das sind die, die ich bekommen habe. Ob es sechs gibt, weiß ich nicht. Ich glaube aber, das sind jetzt alle Farben. Auf jeden Fall, ja, habe ich die noch mal mitgenommen. Dann habe ich neu entdeckt, das ist auf jeden Fall neu, gibt es dieses Set mit 7 Aquarellmarker und ein Wassertank. Ich kenne mich damit, wie gesagt, nicht aus, ich mache sowas nicht. Ja, sieht aber interessant aus. Das sind hier die Farben. Ja, 7 Stück sind, wie gesagt, drin. Inklusive Waterbrush, also das sollte dieser Wassertank sein, oder? Ja, wir gucken mal hinten. Set mit 7 Aquarellmarkierungen und Pinselstifte. Ja, Aquarellmarkierungen, das ist wahrscheinlich ein ganz tolles, also richtig toll übersetzt. Ja, wir haben hier schwarz, grün, blau, rosa, rot, orange, das haben wir hier. Und hinten ist noch gelb. Ich möchte das nicht aufreißen, das ist ja auch immer hier verklebt. Das geht ja in die Gruppe und davon habe ich einfach mal zwei Stück mitgenommen. Dann geht es weiter mit diesem Leder. Das hatte ich euch letztes Mal schon gezeigt. Diese Verpackungen sind gruselig, ne? Warum ist das hier auf? Meine Güte. Na gut, das ist jetzt nicht so wild. Also wir haben hier, doch, das ist wild, aber das puppel ich nachher mal zusammen oder klebe das mal mit Tesafilm fest. Oh, das geht mir ja tierisch auf den Keks, ne? Meine Güte, geht's denn noch? Oh, das macht mich mal verrückt, sowas. So, also dieses Leder, das hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Da haben wir einmal diesen Farbton. Ich habe jetzt auch nur drei bekommen. Dann, also die Verpackungen sind der Kracher, ne? Dann haben wir hier dieses und diese Blautöne. Ja, das sind die drei, die ich bekommen habe. Ich werde das nachher mal zukleben. Und dann, ja, dann gebe ich neu wieder diese Perlen. Die hatten wir ja schon mal, die kennen wir alle. Ja, da haben wir einmal diese Farben. Wir haben hier 168 Stück. Und die Größen sind auch cool. Wir haben hier was größer, dann mittel und was klein. Genau. Das ist einmal dieses Pack. Dann haben wir hier diese schönen Farben.
Da gab es auch einige verschiedene. Also ich glaube, ich habe ja sechs. Das ist ja meistens irgendwie immer so, ne? So. Mama macht gleich Schatzi. Der Schatzi sitzt wieder hinter mir mit seinem Ball und die Mami muss den Ball werfen. Dann haben wir diese Farben. Also die Farben finde ich ja traumhaft, ne? So. Ja, nach dem Video werde ich die Sachen direkt in die Gruppe kloppen, beziehungsweise natürlich erst fotografieren und dann in die Gruppe hauen. So, das sind diese. Die sind echt schön, ne? Ja, es gibt auch wieder neue Holzstempel, aber da hatte ich leider kein Glück. Ich habe nur zwei gegriffen, also zwei bekommen. Das Regal war leider leer und da gibt es diesmal echt schöne. Das hat mir eine Freundin, liebe Grüße an dich, liebe Manu, schon über Fotos gezeigt. Sie hat sie schon gekauft und genau, daher weiß ich, dass es neue gibt. Und ja, ich hatte leider nur die Beine und ja, aber auch da wird wieder aufgefüllt und dann bringe ich euch die anderen mit. So, und dann habe ich noch das entdeckt. Das ist, glaube ich, auch neu, vielleicht aber auch nicht. Ich habe das einfach mal mitgenommen, Metallic Pastell. Das sind so, ja, was eigentlich? Kreidegedönsel. Metallic Pastell, ja, schön. Das steht da. Metallic Farben in Pastell. Ah, das sind Metallic Farben in Pastellstiften. Runde Stifte sind ideal für die Ränder bei Detailarbeiten oder die Seite der Stifte für eine breite Flächendeckung. Metallic-Pastellfarben wirken hervorragend auf Untergründen mit einer Oberflächenstruktur, die die Pastellfarben aufnehmen können, wie schwarzes Papier, Karton und so weiter. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Das sind, wie gesagt, Pastellfarben. Das ist auch gar nicht abgeklebt. Wir können ja mal kurz reinglupschen. Ne? Nee, ich glaube, das machen wir mal ganz schnell wieder zu. Nee, das geht so. Ich will da auch nichts, ne, weil das geht ja in die Gruppe. Das sieht so aus. Sieht sehr interessant aus. Das nervt mich, dass das jetzt falsch rum ist. Das müssen wir ja mal schnell wieder richtig machen. Tut mir leid für den Umstand jetzt hier. So. Guckt mal, das sieht sehr interessant aus. Wir haben hier diese Metallic-Farben. Das kommt gar nicht so rüber in den Videos, aber man sieht, dass das auf jeden Fall Metallic ist und das ist geil. Was man damit schlussendlich dann macht oder wie ihr das verwendet, weiß ich nicht. Ich habe ja mit Malen und Kolorieren und so und alles sowas nichts zu tun. Da bin ich total talentfrei. So, das wäre das. Und dann haben wir noch was für die Mami, also für mich. Nee, da fehlt noch was. Und zwar habe ich auch das entdeckt. Das ist auch was Neues und zwar ein Toolset. Ja, nur was für eins. Wir haben hier kreatives Skizzierset. Es tut mir leid, Skizzierset ist für mich natürlich, ne, ich bin ja so ein bisschen ein leichter Lispler. Kreatives Skizzierset mit vier Feinlinern, ein Bleistift, ein Papierwischer und fünf Blanko-Kunstkarten. Archivaltante. Mikropigmentierte Tinte für wasserfeste und verblassungssichere. Was ist denn bitte für ein Deutsch? Also, nee, sorry. Ja, ihr wisst Bescheid. Wir haben hier ein Skizzierset. Okay. Ich kann euch das sonst mal hier. Nee, das könnt ihr nicht lesen. Doch, kann man lesen, ne? Da ist das Deutschland kreatives Skizzierset mit vier Feinlinern, ein Bleistift, ein Papierwischer. Was ist ein Papierwischer? Na ja, gut. Vielleicht sollte ein Radiergummi sein und fünf Blanko-Kunstkarten, Archivaltinte, habe ich noch nie gehört, und Mikropigmenttinte für wasserfeste und verblassungssichere Linien. Ja gut, also das habe ich neu entdeckt und ich dachte, mal gucken. Ich nehme es einfach mal mit für euch. Also ich habe jetzt auch erstmal nur eins gekauft. Ne? Sollte dann erstmal reichen. So, und für die Mama, also für mich, habe ich das mitgenommen. Gott sei Dank gibt es das wieder da. Das war in letzter Zeit irgendwie auch immer leer, das Regal. Das brauche ich sehr viel. Genau. Früher habe ich ja, wie gesagt, die kleinen 3D-Klebepads genommen. Die sind ja nicht mehr im Sortiment. Dafür nehme ich jetzt das und das ist auch ganz cool. Das ist sogar eigentlich besser. Dann habe ich mir mitgenommen, das war in der Werbung. Ich habe eigentlich, mag ja so eine
Dinger nicht. Das ist auch eben so à la Raumspray, weil das ist halt nass und fällt auf den Boden und nass rieselt da so rum. Aber ich habe es mal mitgenommen, das kann sonst ins Badezimmer, weil eigentlich habe ich ja, kaufe ich ja eigentlich jetzt immer so die gleichen Duft- oder Raumsprays und die sind cool, die rieseln nicht auf dem Boden rum. Und das fand ich aber vom Geruch auch ganz cool und das war günstig. Ja, Werbung nimmst du mal mit. Und dann habe ich mir natürlich eine Duftkerze gegönnt. Ich hätte am liebsten auch wieder so zwei, drei mitgenommen, weil ja, da habe ich schon einen Verschleiß. Die laufen ja, die sind bei mir ja abends an. Und ja, aber die sind auch immer 2 € und ja, der Monat ist auch ein bisschen knifflig bemessen, da muss man ja ein bisschen aufpassen. Ne? Ich bin ja nicht Krösus, aber neue Nägel habe ich mir mitgenommen. Die hatte ich nämlich auch noch nicht. Ich habe ja von Action schon ganz viele. Die sind ja auch von Action hier. Ja, ihr seht, das sind jetzt zum Beispiel dieser Stiletto, also die sind schon immer ein bisschen lieber länger, ja. Das mag ich ja gar nicht. Also wenn man die so jetzt im Originalzustand aufklebt, da hat man sowas von Schaufeln da an den Pfoten. Das finde ich ja total abartig. Ich feile die mir ein bisschen was kürzer. Und ja, die finde ich aber ganz schön von den Farben und deswegen habe ich die gekauft. Und zu guter Letzt habe ich mir, endlich gab es das auch wieder, das war in letzter Zeit auch leer, den finde ich ganz lecker, habe ich mir den grünen Tee gekauft. Mama, du guckst ja meine Videos, ich muss das jetzt mal sagen, erstmal liebe Grüße an dich, mein Mamilein. Hier siehst du jetzt mal den Tee. Weil meine Mutter hatte mich neulich angequatscht wegen diesen Trinkpäckchen, die ich eine Zeit lang gekauft habe. Ihr wisst bestimmt, die gibt's. Da hatte ich ja immer Waldmeister gekauft und Wassermelone. Und die sind auch lecker. Aber jetzt habe ich das mal hier probiert. Und das ist grüner Tee mit Honig. Und ja, schmeckt ganz gut. Allerdings, ja, ist halt 1 Liter und kostet auch über 1 €. Ist jetzt nicht ganz so günstig, aber es ist okay. Ja, da habe ich mir jetzt das mitgenommen. Und dann habe ich entdeckt, das hatte ich noch nicht. Das koste ich doch glatt mal. Da bin ich mal gespannt. Das Ganze gibt es hier als oder mit Wasser, ja, oder als Wassermelone. Da bin ich mal gespannt. Und Mamutschka, hier, ja, für meine Mama. Es ist kein Koffein drin oder irgendwie. Mama fragt nämlich neulich auch bei den Trinkpäckchen, ob da irgendwas mit Koffein oder irgendwie sowas drin ist, weil das darf sie nicht, wegen ihrem Herzchen. So, und da hatte ich mal meine Mutter aber schon per Handy Bescheid gesagt und vorgelesen. Also da ist jetzt sowas nicht drin. Warum soll hier auch Koffein drin sein? Ja, und das war's, meine Lieben. Das war mein Action-Haul dieses Mal. Im Moment ist das alles nicht so doll, ne, mit den Regalen da, aber ein bisschen habe ich ja was bekommen, ein bisschen was Neues gibt es auch. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen zauberhaften Tag. Ich werde mich mal darum kümmern, dass das Video heute gleich dann online geht und die Sachen fotografieren und in die Gruppe posten. Schaut gerne in meine Gruppe. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und schaut auch gerne in meine Plottergruppe oder Handmade-Gruppe oder ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll. Also Wildroses Plotterwelt bei Facebook, aber auch da ist der Link wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich noch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!